Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Ich möchte ganz viele Grüße senden an meine neuen Abonnenten. Bin ja froh, dass immer noch Leute meinen Kanal finden und ich nicht total gesperrt bin auf YouTube. Zuerst habe ich gedacht, ach du meine Güte, das letzte Mal, als die mein Video weggenommen haben, habe ich gedacht, ach du meine Güte. Ja, weil mein englischer Kanal, denke ich, schon sehr gesperrt ist. Ja, es ist wirklich ganz schlimm. Aber, was soll ich das sagen? Es geht ja jetzt Twitter an den Kragen, natürlich, weil der letzte Besitzer nicht mehr dran ist und Elon Musk jetzt ja, diese Unterlagen veröffentlicht. Ich traue diesem Elon Musk trotzdem nicht, aber ganz egal. Zumindest geht es Twitter an den Kragen. Und ja, und ja gut, die nächsten kommen dann schon dran, wie zum Beispiel Facebook und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Da wo ich jetzt meine Videos habe. Und ich rede nicht von BitChute. Aber ja, weil sie ja, ja im Grunde diskriminiert haben. Und nicht nur diskriminiert, sondern sie haben ja Instruktionen von der Regierung sind sie gefolgt, die gesagt hat, ja, sie dürfen nur das und das aussagen über einen bestimmten, ja. Ihr wisst schon, was ich meine, diese Spritze. Ja, und es gibt noch mehrere Dinge, über die man ja nicht reden darf, frei reden darf auf YouTube. Und ich denke halt schon, dass sie die Nächsten sind, die vielleicht auch vors Gericht gehen. Es brauchen wir jemand da sein, der sie endlich mal ja vors Gericht zieht. Aber naja, das ist dann nicht in meinen Händen, sondern in jemand anderen Hände. Ich glaube halt schon, dass, ja, was man sät, das bekommt man dann auch, das erntet man dann auch. So ist es halt mal. Aber ich werde weiterhin meine Videos machen und ich werde weiterhin die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist sehr, sehr wichtig. Weil ganz wenige natürlich die Wahrheit sagen. Und nicht nur, ja, über politische Dinge oder, ja, kulturelle Dinge, sondern auch religiös. Wir sind ja, was sage ich immer in meinen Videos, ständig, ständig, ja, dass eben die ganzen Gemeinden durchsäuert sind. Das heißt, die haben falsche Lehren, sie lehren falsche Lehren. Und wir wollen einfach nicht aufwachen. Wir wollen weiterhin diese falschen Lehren glauben. Ja? Und das ist irgendwo schade. Natürlich tut das besonders das Endzeit-Theologie beeinflussen, dieses Dispensionsdenken. Genau dieses Dispensionsdenken ist nämlich das, was unsere Gemeinden durchsäuert. Und ich glaube, sie haben halt die Tür geöffnet für dieses Dispensionsdenken. Und dann wurden halt diese Kirchen oder Gemeinden noch schlimmer und schlimmer. Und das ist schade. Heute möchte ich nochmal oder ja über diese Dispensionslehre reden. Ich habe darüber schon öfter geredet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Mal schon. Ich habe ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, dass ich den neuen deutschen Kanal schon habe. Wacht auf, ihr werdet verführt. Ich habe ja auch einen englischen Great Deceptions of the End Times. Und da habe ich früher auch immer meine deutschen Videos angebracht. Und da habe ich ganz, ganz viele deutsche Videos. Ihr müsst nur unter Playlist, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das mit Playlist, schauen und da sind dann meine ganzen deutschen Videos darunter. Braucht also nicht durch die englischen durchschauen.
Aber da habe ich schon öfter über diese Dispensationslehre geredet. Und ja, vielleicht sollte ich halt heute nochmal darüber reden und vielleicht ganz bestimmte Punkte geben, was diese Lehre alles falsch predigt. Ja, falsch predigt. Zuerst mal geschichtlich, ja, wo fing das an? Die Leute sind ja, haben ja keine Ahnung, dass diese Lehre wirklich schon aufgebaut ist auf ein Buch. Und ich glaube, das Buch heißt Antichrist. Ja, und zwar bei einem Francisco Ribera. Und dieser Francisco Ribera lebte 1537 bis 1591. Und da hat er halt dieses Buch geschrieben. Ja, und er hat da eben ganz besonders, es war ein, ah, das muss ich noch dazu sagen. Das war ein katholischer Jesuit, natürlich, Jesuiten sind immer katholisch, aber katholischer Professor in Spanien. Und er war Jesuit. Und in diesem Buch schrieb er halt besonders über diesen Antichrist, der kommen wird. Und warum gerade über diesen Antichrist? Ja, weil halt Martin Luther, der während dieser Zeit gelebt hat, den Papst Antichrist genannt hat. Und also musste jemand ja natürlich kommen aus der katholischen Kirche, der das widerlegt, ja, diese Schimpfwort oder halt ja, diese Annahme widerlegt. Oder diese Behauptung widerlegt. Und dazu haben sie all diesen Ribera benutzt. Ich weiß nicht, ob er sich halt freiwillig gestellt hat. Aber da kommen dann unsere ganzen falschen Lehren her. Ja, es hat nichts damit zu tun, dass ja am Ende ein Antichrist kommt, aber dann müssen wir lügen und sagen, ha, warum kommt er gerade am Ende? Dann müssen wir erfinden, dass da eine 7 Jahre Trübsalszeit gibt. Dann haben sie erfunden, ah ja, das muss, der Antichrist wird sich in den Tempel setzen, also müssen wir einen Tempel erfinden, ja, und so weiter und so fort. Also eine Lüge baut auf der anderen Lüge auf. Und das ist natürlich falsch. Wenn ihr zu Wikipedia geht, und ich habe es leider auf Englisch Wikipedia, aber ihr könnt es sicher auch auf Deutsch finden, ja, da steht eindeutig die Dinge, die halt dieses Buch behaupten. Also, das Erste, dass die Heiligen verfolgt werden von diesem Antichrist. Und das ist natürlich schon passiert. Ja, der Antichrist, der ja nicht wirklich biblisch ist. Es gibt einen biblischen Antichrist, aber das ist immer in der Mehrzahl und in 1. und 2. Johannes. Aber er hat nichts mit einem Endzeit-Regierenden zu tun. Und diese Behauptung, dass es jemand ist, der am Ende kommt und der die Welt regiert, ist eine falsche Behauptung. Das ist nicht, Leute, das ist nicht in der Bibel. Bitte, wenn ihr das glaubt, müsst ihr mir das beweisen. Ja, ich finde Antichrist, das Wort Antichrist, nur in 1. und 2. Johannes. Und da ist es immer in Mehrzahl. Mehrere Antichristen werden kommen. Das sind keine Männer oder Frauen oder sonst jemand, der am Ende irgendwann mal kommt und die Welt regiert. Und das Zweite ist, dass er den Tempel bauen wird. Ja? Ja, oder sich halt in den Tempel setzen wird. Und das ist auch eine falsche, also die in Jerusalem. Das ist auch eine falsche Behauptung, die ich schon so oft widerlegt habe.
Dieser dritte Tempel oder dieser Tempel Gottes kommt ja in Offenbarung mehrere Mal vor, also der Tempel Gottes. Und einmal wird er nun benutzt, um zu sagen, ja, dieser Tempel wird erbaut. Und das ist in Offenbarung 11. Aber der Tempel im Himmel wird immer beschrieben. Und es ist immer vom Tempel im Himmel die Rede in Offenbarung. Wenn wir Kapitel 11 anschauen, am Ende sehen wir genau, dass der Tempel im Himmel ist. Das heißt, der Tempel wird im Himmel gebaut. Der Tempel ist wer? Nach Paulus, wir sind der Tempel. Ja? Wir, die Gemeinde. Jeder Einzelne ist ein Stein für den Tempel. Und da wird nicht ein dritter Tempel gebaut. Das wäre total, ja, ein Gräuel gegen Gott. Weil er hat ja das abgeschafft selber. Er hat ja dazu geführt, dass dieser Tempel, der zweite Tempel, zerstört wird, damit wir erkennen, Leute, wir sind der Tempel und Jesus baut den Tempel und Jesus ist der Tempel. Ja. Okay, das nächste ist, dass er die christliche Religionen abschaffen wird. Nein, das stimmt auch nicht. Weil nämlich dieser Papsttum bis zum Ende da ist. Es wird selber von Jesus Christus zerstört. Und das Papsttum ist ja der Mann der Sünde, das kleine Horn, Babylon die große. Ja? Selber das Papsttum, das viele eben Antichrist nennen. Er leugnet Jesus Christus. Er leugnet nicht Jesus Christus. Ja? Dieser Antichrist, dieser Mann der Sünde. Aber er hat ihn rausgeschmissen aus dem Tempel. Ja? Das Papsttum hat Jesus Christus aus der Kirche geschmissen, hat den Heiligen Geist aus der Kirche geschmissen und hat sich selbst ans Oberhaupt gesetzt. Zerstört Rom. Rom wird durch Jesus Christus selber zerstört. Also, das ist auch wieder eine falsche Annahme, dass dieser Antichrist Rom zerstört. Nein. Wenn jemand Rom zerstört, wenn jemand Gott benutzt, um Rom zu zerstören, dann ist es das Tier. Ja? Und das Tier ist nicht Antichrist. Ja? Na gut, das Tier ist Antichrist, aber nicht ein Mann, der Mann der Sünde. Ja? Rom wird zerstört, ja, man könnte sagen, vielleicht von dem Tier oder Teil von dem Tier, aber wirklich ist ja Jesus Christus, der ist zerstört. Das ist ein interessantes. Er wird angenommen werden von den Juden. Das heißt, am Ende kommt ein Antichrist und er wird von den Juden angenommen. Die Juden suchen natürlich immer noch oder versuchen immer noch einen Messias aufzustellen. Ja? Und dann sagen halt viele, ah, das ist dann dieser Antichrist. Aber das stimmt wiederum auch nicht. Weil ein falscher Messias ist nicht Antichrist. Ein falscher Messias, denke ich auch, werden sie nie aufstellen. Weil sie müssen ja beweisen, die müssen ja den zurückführen auf David. Und ich glaube nicht, dass das jemand tun kann. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Ich habe noch nie von jemand gehört, der seine Linie zurückverfolgen kann bis nach zum David. Ja, das glaube ich nicht. Also das stimmt zum Beispiel auch nicht, aber das sagt er. Ja, er stellt sich hin, als er Gott wäre. Ja, das sagt ja 2. Thessalonicher 2, dass der Mann der Sünde sich als Gott hinstellt. Und der Mann der Sünde, der ja Papsttum ist, ja, stellt sich wirklich als Gott hin. Das habe ich jetzt gerade eben gesagt. Er setzt sich in die Kirche, ja, was ja Gottes Tempel ist, und macht sich zu Gott, weil er den Heiligen Geist herausschmeißt. Bringt die zwei Zeugen um. Die zwei Zeugen werden durch das Tier oder ein Tier
umgebracht. Ein Tier aus der Tiefe da, dieses Tier aus der Tiefe. Aber dieses Tier aus der Tiefe braucht nicht unbedingt, na, ist auf alle Fälle nicht der Vatikan, nicht der Antichrist, ja, sondern es könnte vielleicht das Tier aus der Erde sein, ja. Es könnte vielleicht das Tier aus der Erde sein. Ist aber nur eine Annahme. Ja, weil das Tier aus der Tiefe kommt und das Tier aus der Erde kommt ja auch aus ja, aus der Erde, ne? Aus der Tiefe. Könnte man das glauben? Und wenn das so wäre, dann wäre das aber Amerika. Und weil ja die zwei Zeugen umgebracht werden in Jerusalem, ja, denke ich schon, dass es halt durch die Obrigkeiten dort umgebracht werden. Und das ist halt Jerusalem. Ja, es ist, und Jerusalem ist oder Israel ist ja auch ein Teil vom Tier. Ja. Ja, ist ein Teil vom Tier. Und deswegen kann das schon sein, dass dieses Tier, also Israel auf alle Fälle, diese zwei Zeugen umbringt. Ja, sie sind ja auch immer noch sehr stark gegen alle Christen. Und wenn da dann wirklich jemand wäre, der etwas predigen würde über Jesus Christus, dann würden sie umgebracht werden. Das ist auch heute schon der Fall. Ja. Wird die Welt erobern? Dieser Antichrist wird die Welt erobern. Und das ist ja schon der Fall, ja, dass er die Welt erobert. Er hat ja schon die Welt erobert, schon seit 300 noch was. Ja, hat er die Welt in der Kontrolle. Wir wissen das von diesem Tier Babylon, der Großen. Und das ist halt ja die Grundlage von diesem Buch. Und dieses Buch wurde natürlich weiter und weiter benutzt und kam dann eben, wurde noch mehr entwickelt, mehr diese Theologie von einem Darby. Und der Darby war ein Brüder von den Brüdern, der Brüdergemeinde. Und er hat auf diese Theologie noch mehr aufgebaut. Und ihr seht ja jetzt, dass diese Theologie ablenkend ist von wem? Von dem wirklichen Mann der Sünde, also von dem wirklichen, von der wirklichen Babylon der Großen. Ist ja eine reine Ablenkung und ein Durcheinander machen. Und dieser Darby hat es eben, er hat sich eben in diese Brüdergemeinde, ich weiß nicht, ob er sich eingeschlichen hat oder ob er einfach damals Brüder war und er wurde dann benutzt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er diese Lehre weiter gesponnen. Und dann der Nächste, der das ganz total publik gemacht hat, also total, er hat in jedes, also er hat Bibeln mit diesem Scofield-Kommentar in die ganzen Seminare gebracht. Und hat so, er hat die King James Bibel benutzt, ja, weil ja alle sagen, ah, die King James ist die beste, König James ist die beste, ja, hat sie benutzt und hat da seinen Kommentar reingemacht. Und dieser Kommentar war total Dispensionalismus, ja. Und so kam dann diese falsche Lehre in die Seminare und auch eben in die Gemeinden. Und alle Lehrer wurden nun durchsäuert von dieser Lehre, Leute. Absolut und total. Ja, absolut und total. Ich selber, meine erste Bibel war eine Scofield-Bibel. Ich habe diese Bibel sehr lange, 25 Jahre gelesen, Leute. Ja? Ich war selber sehr stark von dieser Lehre
beeinflusst. Und deswegen weiß ich ganz genau, was sie sagt und auch, dass sie unheimlich durcheinander macht. Ja? Sie macht keinen Sinn. Und weil sie keinen Sinn macht, habe ich halt angefangen, diese Dinge zu hinterfragen. Als ich angefangen habe, Endzeit zu studieren, hat das keinen Sinn gemacht. Das hat nicht zusammengepasst. Ja, und wenn die Leute wirklich nachforschen würden, würden sie auch merken, dass diese Dinge nicht zusammenpassen. Also, nochmal zusammenfassend. Diese Idee mit diesem Antichristen, der ja eigentlich, und dass es ein Mann ist oder ein Herrscher ist, der am Ende die ganze Welt herrscht, ja, stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht biblisch. In der Bibel kommt eben Antichrist nur in 1. und 2. Johannes vor, und das müsst ihr lesen. Nie in Offenbarung und nie in den Evangelien, nie im Alten Testament. Nirgends, Leute, nirgends, ja. Das ist ganz wichtig. Und dieser Antichrist ist eine Lehre, eine falsche Lehre, die besagt, dass Jesus Christus nicht im Fleische gekommen ist. Also er ist nicht Gott im Fleische. Das ist Antichrist. Jeder, der das glaubt, ist Antichrist. Ja, das ist die Lehre. Aber sie sagen, nee, das ist jemand, der am Ende kommt. Das heißt, sie tun alles durcheinander machen. Aber diese Lehre wird den Leuten eingebläut, ja? Dass dieser Antichrist kommt. Und wir hören das immer wieder und immer wieder. Ah, der Antichrist. Wann kommt der Antichrist? Der Antichrist, der Antichrist. Das wird ja schon in unser Gehirn eingebläut. Aber dieser Mann der Sünde oder Babylon Große ist ja schon hier. Ja? Und das Tier ist ja schon hier. Und das wollte ihn diese Leute halt verdecken. Vor 100 Jahren ungefähr haben die Leute ganz genau gewusst, ja, wer Antichrist ist, ja, oder was der Papst ist. Die haben gewusst, die haben alle gewusst, der Papst ist Antichrist, ja, obwohl eigentlich das Wort ja falsch angewandt wird. Er ist Babylon die Große. Haben sie gewusst, Leute? Und seit 75, 100 Jahren wurde das mehr und mehr verdeckt. Und heute sind alle gut gestimmt dem Papst gegenüber. Niemand hinterfragt den Papst mehr und was der Papst in der Geschichte schon alles getan hat. Ja? Und deswegen können wir eben glauben, dass es sowas gibt wie eine Trübsal- oder Drangsalszeit. Wir leben jetzt in Drangsal und Trübsal. Jesus hat es gesagt. Ja? Er hat gesagt selber, in dieser Welt werdet ihr Drangsal oder Trübsal haben. Hat er selber gesagt. Und das hat nichts zu tun mit einer großen Trübsalzeit. Es gibt keine sogenannte große Trübsal. Es gibt große Trübsal. Ja? Und wir sind in großer Trübsal. Wenn wir heute anschauen, wie wir heute verführt werden, wie wir heute verdummt werden, ja, die Christen ganz besonders, oder die sogenannten Christen ganz besonders, ja, sie sind schon jetzt 100 Jahre, mindestens 100 Jahre lang schon verführt, 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 ja. Sie sind ja Laodicea, diese lauwarme letzte Gemeinde in der Offenbarung. Lauwarm. Wir sind lauwarm, weder warm noch kalt. Wir schwimmen so mit. Das sind die sogenannten Christen. Und Gott hat gesagt, oder Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, werde ich euch ausspucken. Ja? Was habe ich in meinem letzten Video gesagt? Können wir unsere Rettung verlieren? Wenn Jesus sagt, ich werde euch ausspucken, ja, weil ihr so lauwarm seid, dann können wir unsere Rettung oder was wir geglaubt haben als Rettung verlieren. Das sind ja alles falsche Lehren, die einfach in die Gemeinden gekommen sind. Ja, diese falschen Lehren. Und das hat nichts nur, nichts bloß mit der Endzeit was zu tun. Also haben wir zwei Dinge. Antichrist, Drangsal, Trübsal.
Trübsal hat schon existiert während oder vor der Zerstörung des Tempels. Die Jünger waren schon in großer Trübsal. Sie wurden noch umgebracht. Es ist nicht groß genug, genügende, also genügend große Trübsal. Wenn man als Mörderer umbringen gebracht wird, in der Arena von wilden Tieren zermalmt, gekreuzigt, gefoltert, ja, lebendig verbrannt. Ist es nicht genügend Trübsal? Natürlich, zum Glück haben wir das heute nicht, Leute. Aber wir sind trotzdem irgendwo schon verfolgt. Ja? Wenn wir wirklich Jesus Christus nachgehen und wirklich Jesus Christus folgen, sind wir verfolgt, Leute. Ja? Wenn ihr Jesus Christus nachfolgt und das nicht annimmt oder sagt, ha, ich nehme das nicht an, ja, ich ziehe das nicht auf. Ja, was denken ihr, was mit euch passiert? Oder früher, vor einem Jahr. Oder heute, geht mal ohne das auf den Zug und seht, was los ist. Ja, aber die Leute stehen ja nicht auf und sagen, hallo, Gott hat uns so nicht erschaffen. Ja, sagen sie ja nicht. Warum? Weil sie ja, sonst werden wir ja verfolgt. Also diese Trübsal stimmt nicht. Wenn jemand Trübsal predigt, ist er falsch. Ja, ist er falsch. Wenn jemand Antichrist predigt und er nicht dazu sagt, hallo, das ist wirklich nicht in der Bibel. Ja, oder dann ist er falsch. Ja? Wenn jemand sagt, ha, der kommt erst, dieser Antichrist, ist er wiederum falsch. Wenn jemand sagt, ha, die Juden müssen noch einen dritten Tempel bauen, ist er wieder falsch. Ja? Und das machen die meisten Leute. Ja? Die Leute, die sagen, die Juden sind Gottes Volk, sind falsch. Ja? Das habe ich auch vor kurzem ganz genau gezeigt. Wir sind Gottes Volk, wenn wir Jesus Christus glauben, weil Jesus ist von Gott ausgegangen und wenn wir Jesus glauben, glauben wir Gott. Und wenn wir nicht Jesus glauben, glauben wir Gott auch nicht. Ja? Ganz egal, was wir tun, da können wir noch so viele Opfer bringen. Das hilft uns gar nichts, weil die Opfer sind ja so und so nicht mehr nötig. Ja? Wir sind weg. Es gibt jetzt der neue Bund und wir müssen Jesus Christus folgen. Ganz egal, ob wir Juden sind oder ob wir Heiden sind. Ja, was ist das Nächste? Ja, wenn wir immer noch nicht wissen, dass dieses Tiersystem hier ist. Ja, wenn wir das nicht wissen, dass wir jetzt in Satans System leben. Ja. Leute, Dispensionsdenken hat auch etwas zu tun eben mit dieser Rettung. Sie glauben halt auch, dass die Juden anders gerettet sind wie die Heiden. Und dadurch kommt halt noch genau das gleiche Problem. Deswegen sagen sie, ja, die müssen ihren alten Sachen da wieder aufstellen, ja, diese ganzen Opferungen und so. Deswegen sagen die das. Sie sagen, deswegen brauchen sie eben diesen Tempel. Nein, die Juden sind genauso gerettet wie die Heiden durch den Glauben an Jesus Christus. Das sagt Paulus eindeutig. Gibt's nichts hin und her. Es gibt viele halt Leute, die sich Christen nennen, aber überhaupt keine Ahnung über Paulus haben. Ja, und wir müssen Paulus kennen, was Paulus gepredigt hat. Paulus war erfüllt vom Heiligen Geist. Ich sage nicht, dass er alles, jetzt was er gesagt hat, vom Heiligen Geist kam. Er hat auch seine eigenen Meinungen gesagt, das hat er selber gesagt. Aber wenn wir denn selber den Heiligen Geist haben, wissen wir ganz genau, sehen wir ganz genau, was vom Heiligen Geist kommt, Leute. Weil wir das vergleichen mit anderen Stellen in der Bibel. Weil dann Paulus nicht alleine steht, ja, sondern Paulus mit anderen Zeugen da ist, der die Wahrheit sagt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Zeugen.
Nicht nur einen Zeugen, nicht nur Paulus, Petrus, Johannes und im Alten Testament die Propheten. Sie geben Zeugnis für das, was die Wahrheit ist. Nicht einer alleine kann das tun, sondern mehrere. Und deswegen in der Gemeinde ist es wichtig, dass alle Zeugnis geben von der Wahrheit. Nicht nur der Pastor, weil dann geht es eben den Bach runter. Wenn wir jemand irgendwie auf das Podium da oben hinstellen und denken, dass sie wissen, was recht ist. Und das ist halt nicht der Fall, Leute. Das ist nicht der Fall. Wir müssen die Dinge, die unser Pastor predigen, hinterfragen. Hinterfragen, Leute. Alle sind daran beteiligt. Alle in der Gemeinde müssen daran beteiligt sein, die Wahrheit herauszufinden, weil der Heilige Geist durch uns alle redet. Alle! Ja? Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Weil die Frauen haben auch eine ganz besondere Richtung, kundzumachen. Ja? Sie sehen Dinge von einer ganz bestimmten Richtung, die Frauen. Die Männer von einer ganz bestimmten Richtung. Und wir müssen diese Richtungen zusammenpacken und dann haben wir ein großes Bild. Ja? Das heißt, alle müssen beitragen an der Wahrheit. Aber ich wollte das heute nochmal aufbringen, weil halt ich immer wieder und immer wieder diese falschen Lehren sehe. Und die Leute schauen sich diese falschen Lehrer an, weil sie halt was ganz Tolles dann sagen. Und ja, sagen wir mal, ja, 95%, 99% irgendwas Tolles, Christliches da sagen von der Bibel. Und ich habe es wieder gesehen, Leute. Ja, ich habe es wieder gesehen bei jemand, dem ich schon jahrelang nicht nachfolge, aber zuhöre. Und ich hoffe und bete für ihn, damit er wirklich umgestellt wird. Ja, aber nein, er geht tiefer und tiefer in das Loch. Und das ist das Schlimme dabei, dass wenn wir nicht aufwachen, dass wir tiefer und tiefer in das Loch fallen und dann nicht mehr herauskommen. Ja, wir kommen dann nicht mehr heraus. Denkt an Hebräer 6. Das Hebräer, in meinem letzten Video, Hebräer 6. Ja? Dass die, die einmal eben diesen Heiligen Geist versucht haben und das Wort gehört haben, dass es schwer ist oder unmöglich, sagt ja Hebräer, dass sie wieder zurückkehren, wenn sie abgefallen sind. Warum? Weil sie tiefer und tiefer ins Loch gehen. Ja? Weil sie tiefer ins Loch gehen, weil sie mehr und mehr von den Lügen glauben. Und deswegen werde ich das predigen und predigen und predigen, ja, dass die Leute aufwachen. Ich denke nicht, dass die Leute auf mich hören brauchen. Ich tue immer auf die Bibel zeigen, Leute. Immer auf die Bibel. Nicht auf mich. Nicht auf mich. Ihr könnt mir nicht glauben, sondern ihr müsst selber die Wahrheit suchen. Und der Heilige Geist muss euch wirklich leiten. Ja, er muss euch leiten. Ich komme zum Ende. Leute, schaut euch das nochmal an. Ja, ihr könnt da auch nachforschen mit diesem Ribera. Also Francisco Ribera. Ja, Ribera. Francisco Ribera. Ich weiß nicht, es müsste normalerweise auf Englisch, auf Deutsch auch geben. Ich weiß es nicht. Manchmal finden wir das nicht. Ja, ich habe das halt auf dem Englischen gefunden. Francisco Ribera. Und ja. Ja, schaut euch das an. Und Leute, wacht auf, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, wenn ihr Fragen habt. Bitte lasst mich diese Fragen wissen. Ja, ich antworte gerne und das, wie gesagt, schaut euch meine Videos an, weil ich habe so viel Studien gemacht, wirklich in Detail Studien. Ich habe diese Dinge nicht von irgendjemand gelernt, sondern nur von der Bibel. Ja, nur von der Bibel.
Und wenn mir jemand was sagt, dann gehe ich immer zur Bibel und schaue, was die Bibel sagt. Ich habe euch jetzt einige Dinge über diese falsche Lehre gesagt. Und Leute, ihr könnt das alles nachschlagen, selber. Also, komme zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.